Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Typen Campus, dem Medical DLC. Das heißt, Typen Campus trifft auf Typen Hospital. Natürlich, wir starten mal. Und los geht's. Hier ist schön mit Forschung sind wir hier dabei. Mit Weiterbildung sind dabei, weil ich werde jetzt nur noch die Ärzte weiterbilden, damit wir unsere Heilungsrate hochkriegen. Weil ich habe alle Räumlichkeiten schon gemacht. Also entweder muss ich mehr Räumlichkeiten einbauen. Oder... Naja, ich werde es erstmal damit versuchen, dass wir die Ärzte weiterbilden. Das ja machen wir noch. Also wir machen jetzt noch diesen Part in diesem Krankenhaus. Und dann werden wir... So gehen sie. Behandlung fehlgeschlagen. Und dann einfach... Zur Not bastel ich noch ein bisschen um. Ich kann ja hier noch was reinbauen. Hier noch. Vielleicht muss ich noch einen zusätzlichen Raum machen. Ich weiß es nicht, weil es ist ja nicht so, dass die jetzt voll belegt sind hier, ne? Also. Es sind noch Betten frei. Ich lasse jetzt erstmal alles laufen. Wir haben verbessert, was verbessert geht. Wir haben hier so ein bisschen die Leute. Ja, ein bisschen weniger schlecht sein, Leute. Also wir machen noch diesen Part und dann hoffe ich hier noch mal ein bisschen, so, das kaufen wir noch, weil wir es können. Was ist das denn für ein Raum, bitteschön? Vielleicht springt da jetzt so ein bisschen so dadurch, dass wir... diese Räumlichkeiten. Was ist das denn hier? In Campusstufe. Oh, das geht immer weiter runter. Was ist passiert? Wahrscheinlich gehen jetzt so die ganz krassen Leute jetzt alle in die Behandlung. Komm, so viele Leute habe ich hier gar nicht. Er ist verkleidet wie ein Drache. I love it. Ich lieb ja die, ne? Aber. Ich hab das Geld. Das ist jetzt auch mein letzter Raum, den ich kaufen kann. Mein letztes Grundstück. Ne, hier ist noch. Das geht noch weiter hoch. Okay. Ich kann hier noch so richtig krass kaufen. Zur Not. Ich bin's, Nigel Bigglesworth. Die Stimme aus Ihrem Radio. Hier auf Radio 2Point. Ist heute nicht ein wunderschöner Tag in unserem kleinen County? Tja, was weiß ich. Schließlich hat meine Aufnahmekabine keine Fenster. Obwohl ich deswegen schon mehrmals ans Management geschrieben habe, muss ich doch zugeben, dass es mich nicht im Geringsten stört. Nicht im Geringsten. Hier eine Warteschlange. Hier auch. Also hier wird schnell behandelt. Also die kommen schon rein, ne? Aber... Naja, mal sehen. Haben wir noch 62 Tage. Ein Leben ohne Duschen ist theoretisch möglich, so. Aber sehr einsam. Zumindest haben wir das schon mal gemacht.
Dödödöd. Hier wird jetzt weiter gebildet, das ist sehr gut. Ich muss halt einfach wahrscheinlich auch wirklich diese Notfälle annehmen, um dann halt die Heilungsrate hoch zu pushen. Und da ist er vor Jahresende. Oh nein, das hat nicht funktioniert. Einer schon mal nicht. Bibliothek bittet um einen Assistenten. Habe ich es da jetzt rausgenommen? Ja. So. Kann ich dich da so reinsetzen? Ja. Was wollte ich? Ich brauche noch Duschen. Hausmeister bei den Witzis benötigt. Kann ich jetzt da lassen? Ah, nee, das ist ja Dings. Ach, lol. Voll vergessen. So, dann gehen wir mal ganz kurz dahin. Wenn Sie damit einverstanden sind, möchte ich heute über Geschirr reden. Keine Einwände? Wunderbar. Ich denke, dieses Thema geht die meisten von Ihnen etwas an, denn Geschirr ist entgegen anderer Meinungen wichtig. Wenn Sie Ihr Essen auf ein Tablett klatschen, wird es zu Schlabber. Nicht vergessen, das Auge ist mit. Verstehen Sie das jetzt aber bloß nicht als Aufforderung, sich wie die wilden Fischsuppe in die Augen zu schaufeln? Kann da nämlich machen. Dann kann da hier vielleicht noch ein Liebesbett rein, zwei Stück. Ja, einer. Übertreiben wir es noch nicht. So. Ich weiß nicht, wieso ich das mache, aber ich mache es einfach. Jetzt komm. So, jetzt du. Und die Tür dahin. Bäm! Funktioniert doch. Ja, ich weiß, ich habe mein, mein Campus ist ja schon verbessert, aber man kann es ja trotzdem machen, ne? Mag die Tische einfach lieber, ich weiß nicht warum. Ah, da haben sie ja draußen. Was vergessen? Ich weiß es nicht. 5 von 4 immerhin. Na gut.
Ihr lasse ich mal frei, weil ich weiß nicht, ich habe... Das ist jetzt nicht so, dass die so extrem Schwäche haben. Ihr seid alles eins, das bringt mir jetzt auch nicht viel. Wilde Mitarbeiter war das, ja. Attacke. Wir machen immer so um die 20.000 plus, was gut ist. Wir haben schon mal den Campus-Status. Es mag sich doch niemand irgendwie so richtig herkommen, ne? Okay, das haben wir jetzt auch, oder wie? Status ist wieder A+. Ja, muss. 19. Aber hier ist jetzt halt auch gar nichts. Bei Wurzelkopf denke ich jetzt tatsächlich, dass die hierher kommen. Und hier ist ja gar keiner. Oder? Wo sind die denn? Bist du Wurzelkopf? Nee, Schenkel ohne Kochen. Es ist hier. Zeit für eine weitere Ausgabe von Nigels Kummerkasten. Die laufen schon ziemlich lange, ne? Probleme. Ich löse sie mit minimalem Aufwand. Verlorenen Freshly schreibt. Wo ist denn der Wurzelkopf? Nigel, ich habe neulich meine Dissertation. Meine ganz ehrlich, das ist etwas, das hasse ich, ne? Eine Durchsage machen, wenn Autos auf dem Gehweg parken. Danke im Voraus. Tja, das kommt eben davon, wenn man Bus fährt. Ich würde Ihnen ja gerne helfen. Aber würden Sie dann auch Ihre Lektion lernen? Sie sehen, ich stehe vor einem echten Dilemma. Was sind Sie denn? Medizinische Durchsage. Patienten mit Wurzelkopf treffen ein. Ja, wo? Also, zwei haben es geschafft, einer nicht. So, wo ist der Rest? Fehlt da noch was? Wo sind die denn? Bis jetzt ist ja hier gar keiner. Haben die sich verlaufen oder wie? Da kommen sie. Ach, vielleicht muss ich das Eis hier rüber machen. Wäre vielleicht besser. Nach dem Notfall machen wir das hier rüber. Wenn die jetzt immer alle hier ankommen, die Notfälle. Wie gemein ist das denn? Seht ihr das? Die kommen erst nach und nach. So, jetzt habe ich schon 7. Wird das abgeschraubt? Die haben auch Augen. Guck dich das an, die haben Augen. 8, 9, einer fehlt noch. Du bist der Letzte, komm. Ja, was? So hier. Hausmeister bei den Witzis. Mehr zu den gänsekleinen Höhlen. Keine Ecke dieses einst tierisch herzhaften Landes ist gegen das abscheuliche Grün gefeit.
Es gibt nur einen, der uns jetzt noch retten kann. Der Haxenhexer. Erkunde eine Welt voller Legenden und Lammkoteletts in Haxenhexer. Die Rückkehr des Zwiebelbratenzauberers. Exklusiv für den Bungle Button Master. Wo die Spiele richtig fetzen. Ich frag mich, wie die darauf gekommen sind, einfach. Mensch! 91, keiner wollte gehen. Wieso wollten die nicht gehen? Finde ich jetzt nicht in Ordnung. So. Komm, 9 von 10 ist doch voll gut. So. Habe ich jetzt hier was vergessen? Nee, ne? Ja, vielleicht ein bisschen Deko. Die Sommerpause wäre die perfekte Zeit für so. Hier haben sie das. Ja, jetzt heißt es eigentlich nur warten, bis die Heilungsrate hochgeht. Wir starten nur allerdings. Nee, kein neues Projekt. Nur einer muss noch in die Weiterbildung, dann kann der nächste Schwung. Da bin ich aber gespannt. Hier sieht alles gut aus. Ja, das ist jetzt ein bisschen unnötig hier. Da können wir erstmal alles verkaufen. Ich habe jetzt Campusstufe 21. Willkommen an alle Erstsemester. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Dass wenn Notfälle kommen, die relativ fix hier beisammen sind. Ja, vielleicht sollte ich doch noch einen zweiten. Oder wir haben den Stern schon. Ich kriege einen Pavillon. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich eine halbe Ewigkeit als Gesundheitsminister des Countys verbracht. Ob mir dieser kurze Ausflug in die Vergangenheit gefallen hat? Kein bisschen. Campus und Krankenhäuser. Soll das etwa so eine Art Crossover-Episode werden? I love it. Nee, komm, wir gucken uns jetzt noch den Pavillon an. Der ist bestimmt hier draußen, ne? Also. Das Beste aus zwei Welten. Freundschaften entwickeln sich. Befreundet, okay. Das für 1 bis 2. Wie groß ist er? Jetzt nicht groß, aber sieht schon nice aus. Kann ich den auch farblich verändern? Nee. Mach die mal als Dings. Liebesbeziehungen. Obwohl ich ja auch ein sehr großer Fan von dem Frosch bin, aber. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hingekriegt habe, aber das ist vollkommen in Ordnung. Wir machen schnell speichern. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Komm, den gucken wir uns jetzt. Nee, das wollte ich nicht. Sondern über sie. Zur Karte. Gucken wir uns mal das nächste ASMR Cappuccino trinken. Gucken wir uns das nächste Krankenhaus an. Das ist da. Mit einem Vulkan. Wer auf einem aktiven Vulkan zusteuert, braucht dringend medizinische Hilfe. Da werden wir garantiert Hausmeister brauchen, die Feuer löschen können. Gehe ich jede Wette ein. Sieht auf jeden Fall sehr heiß aus. Was für eine Überraschung. Irgendwelche Pillendreher halten es für clever, auf Molten Rock eine medizinische Einrichtung zu bauen. Ihr habt richtig gehört, es geht um Molten Rock, den aktiven Vulkan. Was verschreibt man für eine Eruption? Blutegel?
Warum auch nicht? Aber wäre es nicht schade, wenn das alles in Flammen aufginge? Hat er mich gerade einen Pillendreher genannt? I love it. Okay, wir kommen in Molten Rock, wo Neuankömmlingen als erstes der riesige Vulkan auffallen dürfte. Dicht gefolgt von der unerträglichen Hitze der versenkten Überreste eines Krankenhauses. Das alte Krankenhaus ging an einem besonders heißen Montag in Flammen auf. Typisch Montag. Seither sind kranke Besucher auf die sporadischen Stippvisiten von Vitaly Johnson und die boomenden Dienste von Pirate Healthcare angewiesen. Lebe dich auf der Insel ein, behalte den Vulkan im Auge und denk einfach nicht darüber nach, was mit dem alten Krankenhaus passiert ist. Okay, wir haben wieder Pflege und Medizin. Denk dran, zitieren statt plagiieren. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte, Anders macht der Hausmeister. So, jetzt muss ich mich einfach kurz angucken. Da du nun hier bist und es zu spät ist, die Flucht zu ergreifen, solltest du wissen, dass es in Molten Rock eine mysteriöse Präsenz gibt. Die einem sagen, es sei der Wind, die anderen behaupten, es sei der Vulkan selbst. Was auch immer diese Präsenz ist, sie kann verdammt anstrengend sein. Ich mochte das alte Krankenhaus noch nie und jetzt schau dir an, was daraus geworden ist. Wobei, schau es dir besser nicht an. Schau besser nicht hin. Versuch einfach ein guter Gast zu sein und baue uns ein paar neue Einrichtungen. Nicht ganz so knusprige medizinische Einrichtungen. Okay. Spritzen aus dem Kopfklinik brauche ich. Okay. Wir haben hier viele kleine Räumlichkeiten. Ey, das geht ja richtig bis dahin. Und das ist wie... Oh, wie cool ist das denn? Das ist wieder hier. Du kriegst die Sachen nur, wenn du... Mit Marketing. Stufe 8. Stufe 11. Aha. Entwicklung, platziere einen Hubblower. 51. Ja! Das wird bestimmt aber auch wieder so sein hier, für den ersten Stern schalte so viele Sachen frei. Könnte ich mir vorstellen. Also, was haben wir denn in unmittelbarer Nähe? Heile 10 Patienten. Behandle 150 Patienten. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Ja, vielleicht machen wir das mal mit 150 nicht. Etwas das Docke durch Marketing. Marketing müssen wir auch wieder. 30 Studenten auf dem Dings. Das kriegen wir hin. Was ist hier? Bauzeit, 10 Tage. Also ich kann dann eh nicht mehr als 3. Mhm. Baue ein Spritzenhaus und baue eine Kopfklinik. Dann machen wir das doch mal als erstes. Und Kopfklinik, die 2. Sei mir nicht böse, aber du kommst jetzt mal weg. Bei 2 Eingänge reichen, die werden erstmal hier reinkommen. Wir brauchen Hausmeister, die auf jeden Fall das machen können. Könntest du das mal ganz kurz wegfegen? Wusste ich doch. Also es ist wichtig, auf jeden Fall Hausmeister zu haben, die... 3x3. Die das machen können. Warte, was kommt da alles rein? Das sieht nach sehr viel aus. Da die Kopfklinik nicht so viel braucht, nehme ich erst die Kopfklinik, die dann gleich da an die Seite kommt. Die hatte ja nicht so viel. Ja, die hatte das komische Ding hier. Die hatte das. Und das. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wegen der Temperatur, ne? Eis. War ja klar. So, hier habe ich alles, ne? Dann noch. Der kommt weg und dafür kommst du hin. Bei Temperatur hole ich mir mal die große Klimaanlage auch mit rein. So. Was sagt denn die Temperatur jetzt? Angenehm. Das nehmen wir mal wieder weg.
Dann die Kopfklinik. Nee, Quatsch, das Spritzenhaus so. Machen wir es so. Dann kann man da eventuell noch eine Dings hinbauen. Aha. Das sieht halt so riesig aus. Na, gar nicht. Dann natürlich hier unser Favorito. Da freuen sie sich immer, wenn denn halt genug Fenster drin sind. Moment, du kommst da auch noch hin. So, das habe ich schon mal gemacht. So, es ist schon viel besser. Ich würde sagen, du hast dich jetzt bis jetzt als vorbildlicher Bewohner dieses Steinbrockens erwiesen. Wenn du so weitermachst, bleibt dir am Ende vielleicht sogar eine tödliche Lavadusche erspart. Garantiert nicht. Aber okay. Ich nehme tatsächlich den. Dann vielleicht noch einen in der Pflege. Ja, ja, ich weiß, es ist Sommerpause, aber lasst mich doch erstmal machen. Wir brauchen jetzt noch Toiletten, Badezimmer. So, so. So. Bitte einmal. Das kann verkauft werden. Beide Toiletten müssen jetzt nicht unbedingt das hin. So, dann kommt es ja noch. Wie viele Studenten haben sich jetzt angemeldet? Das ist die Mitarbeiterliste. Hier. Wie viel habe ich? 12. Okay. Das war das. Wieso ist denn hier auch noch ein Raum? Ach ja, stimmt. Ist mir egal. Kommt erstmal so hin. Das war denn hier die Bibliothek. Und die den Raum machen. Das machen wir aber tatsächlich im nächsten Part. Es wird so cool. Ich finde es so gut, dass sie es mit reingebracht haben. Wieder hier, entwickle das und mach dies und mach Bummens. Oh, das ist so schön. Das heißt, wir werden erstmal das machen, was auf jeden Fall geht. 10 Patienten und die Studierenden auf der Abteilung. Das werden wir auf jeden Fall versuchen. Was haben wir hier? Stufe 10. Haben wir nicht noch irgendwas mit Stufe 8 oder so? Studenten der Stufe 8. Ach so, das war's. Clubs. Studiengang. Bildet 20 Mitarbeiter. Weiterbildung. Stufe 16 der Studenten. Also die sind so ein bisschen random auf jeden Fall. Studentenzufriedenheit. Und das sind dann aber auch so alles richtig kleine Räumlichkeiten. Mit Gebäuden, okay. Also manche haben doppelt gemoppelt. Das werden wir aber dann im nächsten Part sehen. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.